Guten Abend noch einmal. Ich soll den aktuellen Stand der Dinge in Sachen Bürgerinitiative kurz darstellen. Vielleicht zuerst, was ist eine Volksinitiative? Für diejenigen, die nicht bereits Bescheid wissen, 100.000 Unterschriften von Bürgern und Bürgerinnen braucht es, um eine solche Idee zu lancieren. Bei der Abstimmung muss die Volksmehrheit und die Ständemehrheit beides errungen werden. Das heißt, nicht nur das Stimmenmehr der einzelnen Bürger und Bürgerinnen, sondern auch das Mehr der Stände oder Kantone muss erreicht werden. Und das ist im Normalfall die größere Hürde. Ja. Man hat 1,5 Jahre Zeit zum Unterschriften sammeln. Wir haben sie von Juni 14 bis Dezember 15 gesammelt, hatten gut 110.000 Unterschriften zusammen. Der aktuelle Stand ist allerdings der, wir haben das Gefühl, wir fahren gegen eine Wand. Eine Wand der Ablehnung, der geschlossenen Phalanx, oder alle Meinungsträger sind gegen uns. Das ist ziemlich schlimm, aber ich habe die Hoffnung trotzdem noch nicht verloren. Hinter den Kulissen, das haben wir nach und nach erfahren, ist einiges schon abgeblockt und zementiert und vorentschieden worden, bevor wir überhaupt mit Sammeln begonnen haben. Also die entscheidenden Leute, die dahinter stecken, die wussten natürlich, es geht um die Wurst. Zum Beispiel hat die Schweizerische Bankiervereinigung, kaum hatten wir begonnen mit Unterschriften zusammen, hat sie ihren Mitgliedern herausgegeben, die Devise durchgegeben, no comment, Vollgeld gibt es nicht. Und selbstverständlich ging man davon aus, dass wir die 100.000 nicht schaffen würden. Und begründet wurde es einfach mit der irrsinnigen Komplexität, was auch schon selber ein völlig falscher Einwand ist. No comment auf der einen Seite, und kaum hatten wir die 100.000, dann aus allen Rohren in Richtung Angstmache und Panikmache gefahren. Also die Ablehnung des Bundesrates, der SNB, der Nationalbank, des Parlaments, der Verwaltung, immer mit den Argumenten der Bankiervereinigung und der Avenue Suisse und Economie Suisse. Zum Teil wortwörtlich wiederholen sie in ihren Stellungnahmen einfach das, was die anderen 2 Jahre vorher in einem Papier herausgegeben haben. Der Bundesrat hat eine Botschaft das muss er immer zu einer Volksinitiative eine Botschaft herausgeben, die kam im Januar 16 heraus. Der Ständerat, Nationalrat, hat je eine Kommission, Wirtschaftskommission. In beiden Kommissionen wurde das Thema zweimal behandelt. Je einmal waren wir eingeladen, in der zweiten Anhörung waren wir dann nicht mehr dabei. Schon das ist außergewöhnlich, weil normalerweise debattiert nur die eine Kommission, die andere übernimmt dann den Entscheid der erstbehandelnden Kommission. Und normalerweise gibt es auch nicht 2 Anhörungen, man beschränkt sich auf eine. Also die Abstimmung nachher im Ständerat, das waren jetzt sind die Kantonsvertreter, 42-1, eine Enthaltung. Nationalratabstimmung 169-9, also 9 Befürworter und 69 Gegner, 12 Enthaltungen. Welcher Kanton war für die Folge? Das weiß ich nicht. Also der Kantonvertreter, das sind nicht nur die Kantone. Es ist, okay. Jeder Kanton hat 2 Vertreter und einer. Ich weiß nicht, wer das war.
Dann Ablehnung von Seiten der Parteien oder aller Parteien. Es gibt keine größere Partei, die uns unterstützt. Auch die Verbände nicht. Und da zeichnet sich ein anderes Phänomen ab, nämlich Elite gegen Volk. Es ist bezeichnend und auffallend, krass, um das zu illustrieren, war die Auseinandersetzung in der JUSO. Die JUSO, das sind die Jungsozialisten, eigentlich die radikalste Partei, die wir haben, oder? Und da hat die Geschäftsleitung die Nein-Parole herausgegeben, oder? Und die Delegiertenversammlung hat das mit Hilfe von Maurizio, einem unserer, den du kennst, hat das dann umgedreht, oder? Jetzt unterstützen sie uns offiziell, aber es ist einfach keine Debatte, keine Diskussion da. Oder ähnlich lief es beim Gewerkschaftsbund. Der Chefökonom hat schon, bevor wir fertig waren mit Unterschriften sammeln, hat er ein Papier herausgegeben, Tenor, was die wollen, ist Monetarismus ablehnen. Das sind alle Sektionen, sind da bedient worden mit dieser Stellungnahme. Und trotzdem ist es so, wenn wir auf der Straße mit den Leuten reden oder mit den einfachen Mitgliedern, dann finden die, ja, warum nicht? Das ist etwas absolut Vernünftiges, was ihr da wollt. Und sie verstehen nicht, wie ihre eigenen Oberen dagegen sein können. Also, dann auch eine Weigerung von Seite der NGOs, WWF oder Entwicklungshilfeorganisationen, Naturschutzorganisationen, ähnliches. Und auch die Kirchen, die sagen einfach, das gehört nicht zu unserem Kerngeschäft. Also hat es nichts mit uns zu tun. Mit Ablassproblemen. Ja, aber Gott, ich meine, die NGOs und so, ich meine, wenn sie nichts damit zu tun haben, dann sollen sie doch Mund halten. Aber sich dann auch noch öffentlich dagegen zu stellen. Nein, das machen sie nicht. Das machen sie nicht. Das ist eine Art Weigerung, um sich aufs Thema einzulassen. Okay. Ähnlich übrigens die Medien oder. Auch da kann man ein Beispiel sagen, zwei großen Tageszeitungen, der Tagesanzeiger und die NZZ. Der Tagesanzeiger ignoriert uns, da kommt praktisch nichts. Und die NZZ, die lädt immer Gastautoren ein, aber Finanzexperten, die natürlich des Langen und Breiten gegen die Folgereform sprechen. Und dann müssen wir eine Replik beantragen, meistens ein Drittel der Zeilen, die der Gastbeitrag hatte. Oder. Aber sie kann sich offenbar dann das Mäntelchen der Ausgewogenheit umhängen. Auch die Wissenschaft, das war besonders betrüblich, also für mich wenigstens. Da gibt es keinen einzigen Exponenten auf einem akademischen Lehrstuhl, der uns unterstützt. Im Gegenteil, also Sergio Rossi ist ein so halbwegs Unterstützer. In Fribourg gesagt, man sollte ja stimmen, aber die haben eigentlich ein falsches Konzept. Das nützt uns auch nicht sehr viel. Alexander Berenzen von der Uni Basel hat uns die Webseite geklaut. Folgeinitiative.com statt .ca und schreibt da gegen uns. Kürzlich ist von der KOF, also Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, haben drei Professoren haben sich da über die Folgeinitiative ausgelassen. Und es ist immer so, erstens ist es stets mit gravierenden Fehlern oder Falschbehauptungen gespickt, ein solches Gutachten oder solches Papier. Und die wirklichen Argumente, das ist die andere Strategie, worum es wirklich geht, das wird überhaupt nicht thematisiert. Also, wir geben uns natürlich auch selber ein wenig Schuld. Wir haben eine kleine Umfrage bei Journalisten gemacht, warum
steigen die Journalisten nicht auf dieses wichtige Thema ein? Die Antwort war, die Kampagne sei zu zahm. Das locke kein Hund hinter dem Ofen hervor, was wir da gemacht hätten. Und die Frage, wer soll den Schweizer Franken oder unser Geld herstellen, wie es auf unseren Plakaten steht, ja, das bewegt die Leute eigentlich nicht. Und ich muss zugestehen, oder ich war eigentlich schon länger der Meinung, es geht nicht nur darum, obwohl es auch darum geht, wer stellt unser Geld her, aber wie wird dieses Geld hergestellt, das ist doch der zentrale Punkt. Wie wird es hergestellt, als Kredit oder eben schuldfrei? Und da hatten wir interne Diskussionen, jetzt kommt langsam die zweite Variante auch im Gang. Wie soll unser Geld hergestellt werden? Weil hinter dieser Kreditgeldschöpfung steht ja dieses Prinzip Leihen und Herrschen. Ich leihe jemandem etwas aus und kann nachher die Bedingungen festlegen, nach denen ich es ausleihe. Aber der Clou natürlich bei der Kreditgeldschöpfung ist, dass die ja gar nichts ausleihen. Oder der Kredit wäre von Gesetzes wegen das Verleihen eigener Mittel. Und die Banken verleihen keine eigenen Mittel. Was die machen, ist kein Kredit. Rechtlich gesehen. Und das ist ein Betrug. Und jetzt müssen wir uns fragen, ob wir halt nicht mit diesen Wörtern langsam uns bemerkbar machen sollen. Bisher haben wir uns immer zurückgehalten, haben gesagt, kein Bankenbashing, kein Medienbashing, das schadet uns nur, oder? Aber schlimmer kann es nicht werden, oder? Ja, danke. Die Situation, die wir antreffen, ist allerdings seit jeher, die Leute glauben, wir hätten schon eine Art Vollgeldsystem, nämlich in Bezug auf das Geld der Zentralbank. Sie finden das auch richtig so. Und sie haben es auch so gelernt. Und sind zufrieden. Aber sie sind mit etwas zufrieden, was es ja gar nicht gibt. Aber weil sie zufrieden sind, sehen sie nicht, was man da ändern soll. Dann hat einerseits hat die Bankenlobby es fertiggebracht, diesen falschen Glauben aufrechtzuerhalten, diese Täuschung der Leute ja nicht aufzudecken. Und andererseits machen sie uns nun, oder machen sie damit nun eine Angstkampagne, dass sie den Leuten Glauben machen, wir würden dieses System, dieses Schöne, das Richtige, das sie im Kopf haben, würden wir umkrempeln. Das ist richtig gemeint. Der Punkt ist ja der, die Banken unterlaufen mit ihrem Pseudogeld das Geldregal und machen auf diese Weise, weil es als Kreditgeschäft wird, Wirtschaft, Staat und den Staat von sich abhängig. Die ganze Gesellschaft wird unter das Regime ihres Geldes genommen oder gedrückt. Diktatur wäre das richtige Wort, oder Plutokratie. Dahinter steht natürlich auch noch, die Leute, die machen das nicht nur aus bösen Willen, sondern sie sind überzeugt, dass die Privatisierung der monetären Infrastruktur richtig sei. Aber das können sie natürlich nur, weil die Nationalbank sich weigert, ihren Auftrag auszuführen. Sie hätte ja den Auftrag, die Gesellschaft mit gesetzlichen Zahlungsmitteln zu versorgen. Aber das machen sie nicht. Und überlassen den Banken, uns mit ihren Fake Money zu betrügen. Was können wir noch tun? Also am Samstagmorgen sollte ich über dieses Thema einen Workshop machen, wer sich interessiert und Ideen hat und mich ein wenig aufmöbeln will, der soll doch da hinkommen. Wir müssen sozusagen von der wohlmeinenden Aufklärung, die wir jetzt jahrelang
durchgeführt haben, müssen wir eigentlich zur schonungslosen Enthüllung wechseln. Ja. Das ist unsere einzige Chance. Ja. Auch wenn es dann die Wutbürger sind, die für uns stehen. Der Betrug, oder man kann es umgehend sagen, die moralische Entrüstung ist natürlich ein wirksames Mittel. Die Giralgeldschöpfung, so wie sie heute praktiziert wird, ist eine in einen Vertrag verpackte soziale Lüge. Und wenn wir das bekannt machen können, haben wir vielleicht, scheuchen wir noch ein paar Ja-Sager auf. Ihr wisst es alle, die Bank fordert vom Kreditnehmer die sogenannte Rückzahlung eines Betrags, den sie selber ja gar nicht hat, mit dem sie sich aber gleichzeitig gegenüber dem Kreditnehmer verschuldet. Diese gegenseitige Verschuldung ist ja der Trick. Diese Bankschuld ist das Giroguthaben des Kreditnehmers, das er mit seinem Rückzahlungsversprechen überhaupt erst ermöglicht hat, mit dem er Zahlungen ausführen kann. Aber dass der Kreditnehmer eigentlich sein eigener Kreditgeber ist, weiß er nicht. Es ist ein bloßer Buchungsvorgang, wie wir alle wissen. Es fließen keine eigenen Mittel der Bank. Und was als Kredit verkauft wird, ist kein. Vielleicht diskutieren wir morgen noch etwas darüber.